Neben mir ist der Wolfgang Fuhrmann vom DLV. Hallo Wolfgang. Kurz zu den Regeln. Ihr macht euch ein bisschen weiter warm, das ist ganz wichtig. Und hört vielleicht mit einem Ohr gut zu, denn erstmal zu der Anzahl der Hürden. Wir haben 5 Hürden auf 60 Metern, das heißt so ungefähr alle 10 Meter erwartet die Jungs so ein leichtes Gesichtsfeeling auf der Asche, wenn es daneben geht. Wie hoch sind die Hürden? Heute laufen wir in der Höhe von 91,4 cm. Das ist ungefähr ein bisschen drunter, als die Herren normalerweise haben. Die Herren laufen ein paar Zentimeter höher. Aber die Höhe ist immer noch höher, ist deutlich höher als bei den Frauen. Aha, guck mal, das ist doch schon mal was. Also 91 und ein bisschen. Und dann zum Start, da hast du natürlich ein ganz normales Prozedere wie immer. Das geht folgendermaßen. Nach dem Kommando auf die Plätze gehen die beiden Kandidaten in den Startblock. Wenn sie beide ruhig sind, sage ich fertig. Dann gehen sie in die Fertigposition. Wenn wieder beide ruhig sind, erfolgt der Startschuss. Okay, und ihr habt beide jeweils 2 Fehlversuche. Ja, beim dritten ist dann aber auch wirklich Feierabend. Ja, also 2-mal könnt ihr ein bisschen vorzucken. Genau, wie Jürgen Hingsen. Bitte nicht nachmachen. So, noch irgendwelche Sachen, die wir vergessen haben? Nein, ich denke nicht. Wolfgang, dann schreitet zur Tat. Ihr müsst einfach nur so laufen, wie Stoiber redet. Dann kommt ihr auch da irgendwie drüber. So, ab geht's. Spiel 2, 60 Meter Hürden. Es geht um 2 Punkte. 5 Hürden auf dem Weg. Auf die Plätze. Wer kommt besser aus den Startblocks? Wer findet am schnellsten den Rhythmus? Fertig. Und sofort der erste Start klappt. Stefan kommt gut aus dem Startblock und dann verliert er. Kommt nicht über die Hürde. Im Moment Martin vorne, aber Stefan hält dagegen. Kommt wieder zurück und das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, knapper Sieg für Martin. Fotofinish. Was war das? Das war wirklich ein Fotofinish. Müssen wir mal gucken. Da ist der Monitor. Unfassbar. Und danach erklärst du mir erstmal deine Technik. Ja. Bleib mal kurz hier, wir müssen das mal sehen. Was ist denn da los? Ja, ich würde mal sagen, dann habe ich gewonnen, oder? Und gewonnen, was verzählt. Das ist der Sieg für Stefan Raab. Das ja! War ja! Nicht schlecht, nicht schlecht. Tut mir leid. Mit einer Hürdentechnik, die man so wahrscheinlich beim DLV nicht lernt. Einfach draufknallen und fertig. Wir schauen uns mal ein schönes Slow-Mo an. Darfst du wieder haben. Guck mal, da war ich ganz deutlich hinten. Scheiße. Ja, er wollte dann eigentlich gar nicht mehr rüber, sondern einfach davor. Ich habe das Problem, Und er schleppt sich ins Ziel. Ach, schön. Guck mal, dieses Slow-Mo. Das sieht ja aus wie bei der Fahrwerbung. Jetzt brauchst du nur noch ein nasses Hemd. Hürde übersprungen, oder? Ja, nur die erste. Und da bist du aber auch schon ein bisschen gestolpert, ehrlich gesagt. Ja, Martin, ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Bist du von dieser... Das, was Stefan nicht unterschätzen darf, von dieser Technik etwas... übermannt worden. Ich mach mal bei der Polizei-Fünfkampf mit, glaube ich. Also, wirklich. Das könnte DLV-Schiedsrichter, weil fast umtreten. Foto-Finish. Guck mal, der alte, dicke Mann läuft hier schneller als er. Guck mal, ja. Ach, wie schön. Da hat's mich beinahe geschmissen. Ja. Ja, da habe ich gemerkt, ich darf nicht mehr so hoch. Und ich habe da gesehen, ich weiß ja, bei den Wettkämpfen, die reißen die Hürden ja auch immer mit. Das ist ja kein Problem, ne? Ja, Stefan, hieß zwar Hürdenlauf und nicht Domino-Day, aber okay, dann mach's halt so. So, boah, und wir kommen jetzt zum Spiel Nummer 3. Aber erstmal müssen wir natürlich noch wieder die Punkte vergeben. Natürlich. Die Punkte, 2 Punkte aufs Konto von Stefan. Und das heißt, er ist in Führung.